Guten Morgen, ich bin der Baum und ich nehme ein neues Album auf. Das wird jetzt losgehen und nie wieder enden. Die erste gute Nachricht ist, ich habe wieder rote Schuhe. Also ich nehme nicht jetzt das Album auf, sondern ich fange so langsam mal an, Demos aufzunehmen von Material, was ich habe, von Songs. Manche sind ganz gut, andere sind ein bisschen dürftig. Jedenfalls habe ich so viel Pulver verschossen, dass ich im Wesentlichen bei Null stehe. Ich gehe davon aus, dass ich viel zu laut aufnehme, oder? Ja. 3 Wochen später. Guten Morgen, ich bin der Baum und ich habe nicht viel Zeit, weil gleich kommen die 3 anderen von Fail. Und vorher wollte ich ganz gerne noch ein Demo aufnehmen, ein wie immer sehr rudimentäres, von einem Song, den ich gestern vor mich hingetextet habe, dass ich auch davon schon mal ein Demo habe und irgendwie gucken kann, wie das ins gesamte Albumkonzept passt und so. Und ich mache mal einen Pilot-Take und dann gucken wir mal, wie das wird oder auch nicht wird. Arbeitstitel ist 100 Mal. Ich weiß noch nicht, ob das dabei bleibt. Da bin ich mir sicher. Okay, ich muss es höher machen. Ich muss es auf jeden Fall höher machen. Es fliegt mir gleich wahrscheinlich alles weg. Ich mache hier insgesamt lauter. Okay, so werde ich. Das hast du und genau so war es nämlich. Ah, ich habe den Ablauf verkackt. Dann muss ich oben Abstriche machen mit der. Ich wollte eigentlich eine komplette Oktave höher, aber. Komm, dann stimme ich auch nochmal nach. Okay, reicht mir. Ja, von mir aus, okay. Das ist ein ganz schön langes Ding geworden. Uppala. Er hier? Hallo? Hallo, 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 hallo? Ho, 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 ho. Irgendwas wackelt hier und dann ist öfter mal Stereo weg. Viele Monate später. Egal wie dicht du bist, ne? Shakespeare war Dichter. Er schrob nämlich, noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde, damit guten Morgen und willkommen zurück auf der Zielgeraden, also praktisch eine Zielgeradenception, was echt schräg ist. Ich bin Baum und wenn dieses Video fertig ist, habe ich ein neues Album fertig. Du weißt es natürlich, du warst ja von Anfang an dabei, sehr löblich. Es heißt Meta-Inf und ich will nicht unbedingt sagen, dass es mein bestes bislang ist, aber es ist auf jeden Fall das mit den besten Texten und der besten Musik und dem besten Sound auch definitiv. Go figure. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich habe sämtliche Songs akribisch und unermüdlich bis an ihr Maximum getrieben, ging ich von aus, habe dann über das Ganze noch 2-3 Mal Probe gehört und dabei ist diese entstanden. So kannst du es sehen. Das ist die definitiv letzte To-Do-Liste für Meta-Inf. Vor 2-3 Punkten habe ich ein bisschen Respekt. Da geht es nämlich noch um den Gesamtsound von Songs, wie zum Beispiel Alter Mann Reggae, was eine echte Nervensäge ist auf dem Gebiet. Nina leider inzwischen auch nochmal. Das allermeiste ist aber sehr, sehr schnell behoben. Das ist nämlich die Mischermelone, ein bisschen stiefmütterlich behandelt, seit ich sie damals geschenkt bekommen habe oder abgezogen habe, weiß ich gar nicht mehr. Bei Schloss Einstein, als wir aussehen sollten nach Clockwork Orange, weil das im Skript stand. Ich bin ein bisschen grün umrandet. Das liegt daran, dass hinter dem Greenscreen sind die Borg und Kiffen. Und ich bin in diesem Programm hier, also in diesem Programm, hier ist es nämlich, warte, 3, 2, 1, Pock. Nee, da geht's gleich weiter. Hier ist diese. Wir versuchen jetzt mal diesen Krieg zu gewinnen hier heute Abend, weil es wird Zeit und ich freue mich auf, wenn's vorbei ist, ein bisschen. Ich würde vorschlagen, wie in der guten alten Zeit, beginnen wir einfach mal am Ende. Deswegen lade ich hier schon mal passives Abseits final. Geh hier nochmal rüber in den Wave-Ordner. Das kommt alles weg. Der Planet ist jetzt nicht mehr bewohnt. Was? Das machen wir jetzt nämlich neu. Okay, mich stört eine Frequenz im Ride-Becken und mich stört, dass ich nicht singen kann. Lass uns mal drum kümmern, dass ich nicht singen kann. Irgendwas nochmal, das ist hier vorne irgendwo. Erzähl mir irgendwas nochmal. Ah, schwierig, okay. Hier oben, die könnte ich auch, die sind gut getroffen, den nehme ich auch nochmal mit. Ihr verratet das keinem, ne? Erzähl mir irgendwas nochmal. So ist schön. Okay, den brauchen wir gar nicht, der ist nämlich... Und wieder was gelernt hätte ich auch noch. Hier? Nee, da ist das Solo, dann wird das hier sein. Haben wir wieder was gelernt? Ah, das ist ziemlich hart daneben. Habe ich da einen anderen Take von? Da
wieder was gelernt. Das G scheint er nicht zu raffen, das versuche ich hier mal. Das dürfte das Wie sein, das Wie muss aufs F eigentlich. Adel haben wir wieder was gelernt. Ist geschenkt, oder? Stört mich noch ein Ride-Ton irgendwo, ein Reitton. Könnte man sagen, so, den müssen wir jetzt suchen. Ich habe hier sehr unökonomisch 100.000 Mal den gleichen Equalizer drin, weil ich habe diese ganzen DSer und was nicht alles gibt, da habe ich auch nur Freeware-Dinger und denen vertraue ich nicht unbedingt. Deswegen mache ich extrem viele Sachen per Hand einfach. Du willst gar nicht wissen. Okay, ich habe hier eine Vorlage. Sie nennt sich Vorlage. Dann lass uns mal auf die Suche gehen. Ja. Schwierig rauszuhören gerade, ob der das wirklich ist. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, der ist eine Oktave tiefer. Also irgendwo hier bei 3, 5, 3, 4, 3, 4, 5. Pipapo. Oder es ist der ganz hohe hier. Warte mal, wie wird denn hier gehighcutet? Da überhaupt nicht, aber da dann wahrscheinlich, ne? Das wisst ihr noch gar nicht. Die erste Strophe ist komplett mono. Das war eine Idee, die hatte ich eigentlich für einen neuen Rade. Find die aber hier schöner. Also hier vorne ist komplett mono. Der könnte es sein, hier mitten auf 5000. Den vergesse ich gerne mal. Da ziehe ich natürlich automatisch auch eine Menge Snare mit raus. Das ist dann das Problem, wenn man nur eine Drumspur hat. So, ich denke, jetzt habe ich ihn aber. Wo sind wir denn da gerade? 11. Okay, dann kommt 111. Ich habe mir das so irgendwie angeeignet, dass die Zahlen da schneller in die Höhe schießen und mir verdeutlichen, dass es da echt 5 vor 12 ist. Speicherbildschirm. Ich werde diesen schneiden. Ich mache das gleich auch nochmal als Wave in den Wave-Ordner, damit da wieder was drin ist. Das sind alles sehr fragile Ordner zurzeit. Ich habe die noch nicht gebackupt. Right. Hochton raus. In Klammern. Nur der eine mit 3 Ausrufezeichen. Na schön, dass ich 3 rausgezogen habe. 3 rausgezogen habe. Ich habe übrigens bei passives Abseits noch ein bisschen was am Gitarrensolo geändert, aber lass dich überraschen. Okay, das war passives Abseits und der Grund, warum ich damit angefangen habe, ist, ich brauche den in seiner finalen Form für den Kanalvideo. Videosong ist schnell gemacht. Intro clean rechts. Diese Gitarre soll eigentlich viel leiser sein als die. Guten Morgen und Verzeihung. Ich hab mal. Als nächstes sollen die Bretter leiser. Da bin ich mal gespannt. Sind die so laut? Oh ja. Bin der Baum. Vielleicht erzähle ich dir mal gerade, hier haben sich ein paar Dinge getan. Also erstmal bei so viel erzählen und ein Wort verstehen, goof ich ein bisschen rum. So viel erzählen, du könntest hier und da sogar. Und da mischt sich jetzt noch ein Synthi rein und es ist dieselbe Melodie wie die Glocken im Refrain von Neunrade. Das heißt, wir haben ein weiteres Motiv, das in mehreren Songs, und ich finde, es passt auch hier ganz gut. Es passt sogar so gut, dass es hier gleich nochmal kommt mit einem anderen Sound. Aber achte selber. Ein Wort verstehen, oh wie schön, dass es dich quasi gar nicht. Da kommt am Ende eine Hammond und die soll weniger Dumpfes haben, steht hier. Fertig? Der zieht ein paar nervige raus, der auch, der auch. Das heißt, da geht keiner hoch. Ist das, glaube ich, echt hiermit schon getan? Staub gesaugt, ich fang ihn manchmal gerne. Es kommt nur drauf an. An. Okay, ich denke, das kann so bleiben. Das habe ich gemacht. Bretter minus. Und gegen das System auch manchmal, wenn ich schlechte. So, das reicht. Minus 4 statt minus 2, das reicht. Vor allem mit den anderen Instrumenten, die sich da noch zwischenschummeln. Hab ich hier den? Hab ich gar nicht. Okay, dann muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Nehme mit 24 auf, das ist gut. Sind so Sachen, die ich so semi verstehe. Final 04, gib ihm. Dann, bevor wir das vergessen, lass mich mal gerade ein neues Projekt machen. So, passives Abseits, da hinten ist ein Huch. Die Einzähler möchte ich, glaube ich, dann nicht. Guten Morgen. Vielleicht ab hier so, da so. Guten. Ah, vielleicht auch doch ab da so, hier so, da. Okay, Alter, der Typ mit seiner scheiß Gitarre. Kannst du mal die Fresse halten? Schön. Die Snare klingt immer noch nicht wieder, weil Resonanz fällt durch. Und ich weiß immer noch nicht genau, ob ich das war oder irgendjemand anderes. Ja.
baue ich dich da wieder ab, baue dich da wieder auf und dann machen wir nochmal schnell Gesang, damit ich den schon mal safe habe. Ja. Georgi Dunkow kommt als nächstes und das Lustige ist, Georgi Dunkow ist tatsächlich fertig. Genieke. Nochmal. Okay, letzte Schlager jetzt, überhaupt. Jetzt habe ich schon einmal links. So gar nicht, ehrlich. Jetzt habe ich schon einmal links und jetzt spiele ich es rechts. Gut. Das war nicht schlecht. Schauen wir mal, wie das geworden ist. Also er ist fertig. Mit der ganz kleinen Einschränkung, dass der Gesamtmix noch ein Müh leiser müsste. Ist ja auch kein Wunder, wenn das hier so aufgedreht ist bis zum Anschlag. Sie sind ins Eis gerast mit vollem Impuls. Das wird uns noch häufiger über den Weg laufen, dass hier die Mastering-Effekte tatsächlich nicht einheitlich sind bei allen Songs. Die Ballade und den Punk-Song und den Schlager und was da noch alles passiert, das kannst du einfach nicht unter einen Sound packen. Also kannst du schon, aber dann ist wahrscheinlich... Dunkow, habe ich leiser gemacht. Cool, können wir direkt exportieren. Sind wir durch mit. Und während er hier noch die Wave speichert, kann ich dir in der MP3... Der Furby ist da! Pass auf. Gut. Dunkow, du hast gar nichts in den Kopf. Klamarui. Dann lass uns doch jetzt mal nach Detmold. Da stimmt eine ganze Menge nicht. Wir haben einen Synthi im Refrain. Und als ich ihn neulich tatsächlich mal gehört habe, habe ich festgestellt, er ist zu spät. War das erste. Ich mach das direkt mal weg. Dann haben wir einen Hall auf den Drums, der an sich cool ist, aber im Intro stört. Achte. Okay, das ist der. Bis genau hier. So, Kuckuck. Hier läuft schon die Aufnahme. Hammer. Okay. Ah, das ist ein bisschen sehr laut. Hier noch direkt zur Snare ziehen, dann ist das auch schön sauber. Und jetzt ist kurz die Frage hier in Strophe 2. Und der Junge, der sagte für den Song, den er mag, gab er mir ein paar Mark, der hat gelobt. Da brauchen wir es nicht. Und hier am Ende vom Solo haben wir es auch nochmal. Alles gut, ne? Bitte verzeih, du hast. Dann steht hier, ich habe ein bisschen Angst davor, Drum Höhen auf. Und hier steht eventuell Bretterleiser. Ich würde das ändern in definitiv Bretterleiser. Jetzt ist die Frage, was ist denn hier? Wer läuft denn alles in die Bretter? Die laufen nicht in die Bretter. Jetzt wirkt mir das hier aber auch schon sehr laut. Okay, das war das. Drumhöhen auf war gar nicht mal so sehr Drumhöhen, als vielmehr Songhöhen. Und hier steht noch, Bretter minus. Jetzt ist die Frage, wie ist das mit den Refrainbrettern? Dunko, warum diese? Du hast dich einfach nur. Ob die vielleicht noch ein bisschen Bauch vertragen? Wobei, eigentlich haben sie genug, oder? So, der Synthi hat mir zu viele Höhen. Den, glaube ich, müssen wir mal cutten. Da bin ich mir sicher. War erstmal alles ein bisschen für den Arsch. Grundsätzlich immer skeptisch, wenn ich meine eigenen Equalizer von vor Wochen sehe. Du hast dich einfach nur verklickt. Ja, wobei, eigentlich braucht der sogar noch ein paar bessere. Genau so. So, alles nicht so radikal machen lieber. Ja, er kommt da öfter mal durch. Man muss ja jetzt auch nicht jeden Ton von jedem Instrument überall hören. Gerade nicht, wenn man dann so eine Soundwand irgendwie... jetzt ist dann noch ein Ride. Schon wieder ein Ride. Und das Problem ist, hier sind natürlich schon 100.000 Sachen rausgezogen. Sind wir da? 3,8. 3,8 heißt 1,9.
Haben wir hier irgendwo 1.9 rumfliegen? Sie? Fliegen? Will auch gar nicht wissen, was ich da alles im Einzelnen rein- und rausgezogen. Der fängt gar nicht bei 0 an hier und er ist wahrscheinlich auch noch vorgezogen. Ja genau, er ist auch noch vorgezogen. Wunderbar, dass wir da ein richtig schönes Plop haben. Frag dich, was das jetzt soll? So, das jetzt nur noch in gut, dann sind wir startklar. Ah fuck, ah fuck, ah fuck. Ich hab mir mal überlegt, woran das liegt. Zumindest! Das Laute war gut, das fängt langsam an ein bisschen Soul. Ich finde nämlich, ich finde einfach nicht. Also warum sollte ich... Ich hab die Zeit nicht mehr. Ich muss gucken, was ich im Kasten kriege. Glaube, da ist er. Ich belasse das jetzt so. Ich höre da einmal noch... Nee, ich wollte ja eh über alles nochmal drüber hören. Scheiße, das hat jetzt echt gedauert. Dunko, warum diese? Ich hab gerade noch eine Notiz wiedergefunden. Ich dachte, die steht schon beim nächsten Song. Aber es liegt einfach nur am... im zweiten Refrain ist ein Phil komisch. Und mir ist kalt. Ich einfach nur verklickt. Ja. Kann sein, dass ich da ein Mikro mitnehme? Kann das sein? Ich guck mal da drunter. Ja! Hast dich einfach nur verklickt. Gut, nehmen wir den. Zip, 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 Crossfading, fertig ist. Ach, da fängt die Snare schon wieder an. Okay, schwierig, schwierig. Ah, hörst du aber nicht. Und Vox im letzten Refrain wollte ich auch noch lauter haben. Und auch das steht noch bei diesem Song und nicht bei Pizza. Hm. Ich miss the star. Bin ich. Das ist schön. Ich mach's hier schon. Ich mach's nur nicht stark genug anscheinend. Gut, haben wir auch die Backings noch ein bisschen lauter. Ich hoffe nicht zu laut. Lassen wir nochmal hören. Du hast dich einfach nur verklickt. Schön, da kommen sie nochmal raus am Ende. Okay, Detmold, alter Scheiße, war das ein Kampf. Ach fuck, da geht's ja schon los. Ja. Und dabei war der so früh schon so weit, dass ich da gar nicht viele Final-Dateien von habe. Das ist die vierte gerade mal. Definitiv die letzte. Stopp. Ich werde noch einen machen. Bevor ich jetzt hier Scheiße baue, mal kurz das Loop checken. Okay, das reicht. So, ein bisschen Hintergrundbrummen noch in den Drums im Intro, das ist auch recht sympathisch. Okay, er geht da drüber hinaus. Okay. Das ist nämlich echt ätzend, wenn man im Grunde fertig ist und dann ist sowas falsch. So hör gut zu. Oh lala, willst du eine Pizza? Es gibt einen Plop. Huch, siehste? Ja, der startet nämlich zu spät, weil mit Sicherheit sind die nach vorne gezogen, genau, 23 Millisekunden oder so. So, weil er dann nämlich magnetisch war. Wie ist denn ab hier? Okay, das ist relativ unmittelbar. Ich möchte nämlich dann keine Pausen so wirklich zwischen den Songs haben, dass das richtig schön Schlag auf Schlag... hier hinten habe ich tatsächlich das Gitarrenriff vom Outro nochmal neu aufgenommen, weil es zuvor verstimmt war. Und zwar in allen Takes, die ich hatte. Überragend. Was bist du für ein Großmeister? Hier haben wir es jetzt in schön. Also Pi mal Daumen schön. Und der hat ganz wundervoll gekoppelt hier am Ende. Ich möchte sie aber krasser ausgefädelt haben. So nämlich. Ist mir immer noch, weißt du, dieser im letzten Moment ist er dann trotzdem irgendwie plötzlich weg. So nämlich, und dann bist du da. Oder vielleicht noch ein bisschen in die Welle rein, so vielleicht? Ja, schön, so ist schön. So ist schön. Ja. Das heißt, wir haben Anfang Plop, haben wir fertig. Wo ist denn hier mein Product Placement? Ja. Das ist mein Product Placement. Des Tages. Vor dem Solo haben wir auch irgendwo ein Plop. Sowas zum Beispiel. Irgendwas, was nicht... Ja, wahrscheinlich sogar ziemlich genau der. Ah, ist alles nicht aufgeräumt worden hier. Warum nicht? Mit dir.
So, da ist es schon wieder nicht mehr. Mit dir. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, das gefällt mir alles nicht hier. Das können wir alles noch schön machen. Ach du Heilige. Das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut. Das verstehe ich nicht unbedingt. Ach so, doch, das verstehe ich doch. Kommst du da mal weg? Gehst du da mal hin? Dann macht ihr das nämlich so, glaube ich. Die Spur ist gemutet. Soll sie das sein? Weiß ich nicht. Soll sie, glaube ich, nicht sein. Ach, der ist ganz links? Bist du sicher? Okay, um was habe ich mich jetzt gekümmert? Um nichts. Hier sind wir beim Outro. Das Outro pfeift. Ich weiß aber nicht, in welchem Instrument. Ich habe es aber gerade schon gehört. Bist du sicher? Ist der das? Ist das das? Nee, da ist aber einer drin. Tja, dann wird das das Riff sein. Fürchte ich. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, machen wir einfach mal radikal. So höre ich es immer noch, aber so klingt es ein bisschen geschmeidiger. Bringt mich gerade auf die Frage. Ich habe doch hier noch diesen, den er schon wieder. Der da. Warum ist der eigentlich nicht hier hinten auch? Hm. Der geht komplett unter. Den hast du gar nicht. Okay. Da habe ich jetzt einfach das ungewollte Pfeifen mit gewolltem Pfeifen überlagert. Stark! Die Vocals zerren in Strophe 1, was unerfreulich ist, weil in Strophe 1 geht im Grunde gar nichts. Geh nie wieder heim. Da schon bei wieder. Du bist da drin und ich geh nie wieder heim. Nee, da passiert's nicht. Bye. Mal kurz hören. Aber die A-Gitarre ist asymmetrisch, das heißt, es müsste rechts mehr zerren als links. Korrekt? Denke. Ist alles ein bisschen schwierig. Vielleicht fährt er auch einfach nur vor die Wand hinten. Soft Clipper ist gebypassed. Bis dahin. Und das Riff pfeift. Es pfeift einfach. 6 Stunden später. Ich glaube jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt haben wir eine. Der ganze Mix zerrt direkt am Anfang ein bisschen. Da. Da auch. Da so ein bisschen in den Spitzen, in den Anschlägen. Finde ich aber nicht schlimm, weil es gehört dann im Grunde zum Effekt dazu. Jetzt habe ich hier noch Drumhöhen in der Strophe. Wir haben ja hier verschiedene Drumspuren und die im Refrain, das war ein extremes Geprökel, aber ich glaube, die geht inzwischen. Das ist gar nicht die, das ist die. Auch wenn da auch wieder das Ride nervt wieder ein bisschen. Ja, wahrscheinlich ist das genau der. Und ich weiß nicht, wo du bist. Und ich weiß nicht, ich hab meine Bass wo drauf. Ich bin. Du bist. Da sind wir. Da drin. Da sind wir. Da sind wir. Da haben wir den. Da ist ein Flanger drauf, natürlich passiert das. Oh Mann, ey. Und dachtest du nicht auch? Reicht mir jetzt. Die ist lecker, die ist echt lecker. Mal kurz gucken, von wem ich jetzt Geld kriege. Und dann werden einige bestimmt wieder rausfliegen, einige Songs, und andere neue werden noch dazugeschrieben werden. Ich weiß die Akkorde nicht mehr. Ach fuck, und ich brauche noch ein Mono-Verticker. Das Schöne ist, das Cover gibt's schon. Nein, doch nicht über die Drums. Oh Junge, jetzt nimmt er über die Drums auf. So, Grande Finale incoming. Ich hatte schon mal rote Schuhe, da habe ich Notaufnahme aufgenommen. Und dann habe ich mir grüne Schuhe geholt, dann habe ich Seitenbrand aufgenommen. Ich dachte, mit grünen Schuhen hätte ich weniger rote Ampeln. Ob das gelungen ist, könnt ihr nachhören. Du hast es 100 Mal gehört. Und vielleicht sogar so oft, dass es stört. Hast es schon
schon 100 Mal gehört und wesentlich besser. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Und nächstes Mal bei Baumeln mit Charlie. Zumindest bin ich mir sicher. Zumindest bin ich mir sicher. Also warum sollte ich? Wie könnte ich? Ich aus. So. Ja, von mir aus. Okay. Auch wenn das nicht okay ist. Weil ich jetzt hier sämtliche... Das ist ein ganz schön langes Ding geworden.